Der Patient ist im Zustand nach Sturz von der Leiter bewusstlos eingeliefert worden. Er hat ein stumpfes Thoraxtrauma mit Lungenquetschung. Herzschlag und Blutdruck sind normal. Aufgrund der zunehmenden respiratorischen Erschöpfung und reduziertem Gasaustausch wurde der Patient intubiert und wird jetzt kontrolliert beatmet. Mit einer immer älter werdenden Bevölkerung nimmt die Zahl chronischer Atemwegserkrankungen, wie auch chirurgischer Eingriffe, zu. Im Jahr 2002 wurden über 1,9 Millionen Menschen in Deutschland intensivmedizinisch behandelt. Rund 284.000 mussten beatmet werden. Das sind 15%. Bis zum Jahr 2013 ist der Anteil mit über 400.000 beatmeten Patienten um mehr als ein Drittel gestiegen. Wann muss eigentlich beatmet werden? Die Spontanatmung steht im Wesentlichen auf vier Säulen. Fällt eine dieser tragenden Elemente ganz oder teilweise aus, benötigt der Patient meist zusätzlichen Sauerstoff und ein Gerät, das die Atmung unterstützt oder, falls notwendig, auch vollständig ersetzt. Aber wie funktioniert eigentlich Beatmung? Wenn wir normal atmen, wird Atemgas durch einen Unterdruck in die Lunge gesaugt. Im Gegensatz dazu pustet ein Beatmungsgerät während der sogenannten Inspirationsphase Atemgas mit Druck in die Lunge. Anschließend entweicht die Luft bei der sogenannten Expiration wieder. Der Druck sinkt. Beatmen ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es muss nur schonend sein. Der Arzt muss darauf achten, dass das Gerät die Lunge des Patienten nicht überdehnt und dadurch möglicherweise schädigt. Die maschinelle Beatmung muss also individuell auf den jeweiligen Patienten und sein Krankheitsbild abgestimmt werden. Was das bedeutet, sehen wir uns einmal am Modell an. Um diese Testlunge habe ich ein rotes Gummiband gespannt. Sie lässt sich dadurch deutlich schwerer dehnen und stellt eine erkrankte Lunge dar, wie zum Beispiel bei einer schweren Lungenentzündung. Als Beatmungsgerät verwenden wir einen einfachen Handbeatmungsbeutel, den wir mit zwei Messuhren verbunden haben. An diesem Instrument kann ich den Druck ablesen, während diese Messuhr anzeigt, wie viel Volumen der Patient erhält. Wir werden jetzt beide Lungenmodelle, also eine gesunde sowie die erkrankte Lunge, mit einem Druck von 20 Millibar beatmen. Wenn ich bei meiner gesunden Lunge mit 20 Millibar drücke, erhält sie 500 Milliliter Luft. Jetzt versuchen wir es mit der erkrankten Lunge. Hier messe ich nur 400 Milliliter Volumen. Um auf das gleiche Volumen wie bei der gesunden Lunge zu kommen, müsste ich noch mehr drücken. Beim maschinellen Beatmen hängen also Lunge, Druck und Volumen zusammen. Wie wir gesehen haben, muss der Arzt bei einer erkrankten Lunge mehr Druck anwenden, um sie ausreichend beatmen zu können. Der gleiche Druck bei einer gesunden Lunge könnte das Gewebe des empfindlichen Atemorgans dagegen überdehnen. Beim maschinellen Beatmen kommt es also auf den richtigen Druck und das genaue Volumen an. Letzteres, auch Tidalvolumen genannt, wird übrigens mit 6 bis 8 Milliliter pro Kilogramm des idealen Körpergewichts bemessen. Bei einem Gewicht zwischen 70 und 80 Kilogramm kommen wir also auf ungefähr 500 Milliliter, das Atemzugvolumen eines durchschnittlichen Erwachsenen. Aber wie übertragen wir jetzt unser nachgebautes Lungenmodell auf die Klinik? Erinnern wir uns an den Notfallpatienten. Wir haben die Situation hier einmal nachgestellt. Die Patientin ist stabil, muss aber weiterhin beatmet werden. Wir hören, wie das Beatmungsgerät ganz gleichmäßig Atemhübe leistet, das typische Geräusch einer Intensivstation. Während der Beatmung sieht der Arzt auf dem Monitor, was gerade mit seinem Patienten passiert. Der Bildschirm zeigt Kurvendiagramme. Oben ist die Druckkurve zu sehen. Jedes Mal, wenn das Beatmungsgerät in die Inspiration schaltet, steigt der Druck bei diesem Patienten auf 20 Millibar an. Danach fällt die Kurve ab. Das bedeutet, die Luft entweicht wieder aus der Lunge. Anders als in unserem Experiment hält das Beatmungsgerät während der Ausatemphase jetzt einen positiven endexpiratorischen Druck, kurz PEEP, in der Lunge aufrecht. Dieser Druck verhindert, dass die Lunge in der Ausatemphase kollabiert. Er erhöht außerdem das endexpiratorische Lungenvolumen, vergrößert also die Fläche in der Lunge für den Gasaustausch. Die Kurve in der Mitte ist die Flohkurve. Auf ihr kann der Arzt sehen, wie sich die Lunge mit Gas füllt. Während des Ausatmens ist der Floh negativ.
Die Kurve ist im Minus. Entsprechend der jeweiligen Geräteeinstellung beginnt der Zyklus dann nach Ablauf der Expiration wieder von vorn. Diese Form der Beatmung wird auch druckkontrollierte Beatmung genannt. Das heißt, es wird immer mit einem konstanten Druck beatmet. Das Volumen kann allerdings variieren. Wir haben schon gesehen, dass die Dehnbarkeit der Lunge beeinträchtigt sein kann. Dies ist auch bei Frühgeborenen der Fall, deren Lunge noch nicht vollständig entwickelt ist. Für diese kleinen Patienten gibt es spezielle Beatmungsgeräte. Denn Frühchen atmen viel schneller als Erwachsene und ihre Lungen sind extrem klein. Ihre Einatmung dauert kaum länger als ein Wimpernschlag und das zu dosierende Volumen beträgt nur wenige Milliliter. Gerade so viel, wie in diese kleine Spritze passt. Dies alles geschieht in Bruchteilen von Sekunden. In dieser winzigen Zeitspanne erzeugt das Gerät jedes Mal die eingestellte Sauerstoffkonzentration und kontrolliert, ob das Gas unseren kleinen Patienten auch erreicht hat. Toll, was Technik von heute für das Leben alles leisten kann. Nicht jeder Patient, der maschinell beatmet werden muss, ist bewusstlos. Patienten zum Beispiel, die an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, kurz COPD, leiden, atmen zwar meist spontan, ihre Atmung ist aber stark eingeschränkt. Chronische Atemwegserkrankungen wie die COPD nehmen weltweit zu. Bis 2030 könnte sie auf Platz 3 der häufigsten krankheitsbedingten Todesursachen nach Herzinfarkt und Schlaganfall vorrücken. Auch in Deutschland ist dieser Negativtrend erkennbar. 2013 wurden mit 228.000 COPD-Patienten über 100.000 Patienten mehr stationär behandelt als noch im Jahr 2000. Hauptursache der COPD ist übrigens das Rauchen. Raucher zählen zu über 90% der Patienten. Nehmen Sie mal einen Strohhalm und versuchen Sie, dadurch zu atmen. Ganz schön anstrengend, damit ausreichend Luft zu kriegen. So schwer ist es für einen COPD-Patienten. Und wenn das Beatmungsgerät einfach in einem vorgegebenen Rhythmus auf den so nach Luft schnappenden Patienten einpusten würde, das wäre alles andere als angenehm. Darum ist es wichtig, dass das Beatmungsgerät in dieser Situation die Atmung des Patienten erkennt und seine Einatmenversuche unterstützt. Anders als bei dem Traumapatienten vorhin ist der Patient wach und ansprechbar. Er ist jedoch erschöpft und seine Atmung ist sehr flach. In dieser Situation soll das Beatmungsgerät die zu flache Atmung unterstützen und so die Lungenventilation verbessern. Um dem Patienten eine Intubation zu ersparen, verwendet der Arzt eine Gesichtsmaske. Dieses Verfahren wird nicht-invasive Beatmung, kurz NIF, genannt. Viele Patienten tolerieren eine Atemmaske gut. Anders als beim Tubus kann die Maske kurz abgenommen werden. Zum Beispiel, um kurz mit Angehörigen oder Pflegepersonal zu sprechen, aber auch beim Husten oder um einen Schluck Wasser zu trinken. Sie senkt außerdem das Risiko für Infektionen. Nase und Atemwege können die Atemluft reinigen und so die Lunge besser vor Schmutz und Staubpartikeln schützen. Das Beatmungsgerät liefert jetzt unterstützte Spontanatmung. Das heißt, der Patient kann selbst bestimmen, wann, wie oft und wie viel Luft er einatmen möchte. Nicht invasiv bedeutet aber auch technische Herausforderungen für das Beatmungsgerät. Zum Beispiel können Leckagen an der Atemmaske dazu führen, dass das Gerät bereits auf Inspiration schaltet, obwohl der Patient noch gar nicht einatmen wollte. Diese Selbsttriggerung des Gerätes würde also die Atemfrequenz ohne Grund erhöhen. Eigenatmung des Patienten und Beatmung des Gerätes wären nicht mehr synchron. Moderne und leistungsstarke Geräte lassen sich glücklicherweise nicht so schnell aus dem Takt bringen. Sie haben Überwachungssysteme, die kontinuierlich das Atemsystem kontrollieren. Sie liefern außerdem zusätzliches Gas, um einen Volumenverlust auszugleichen. Ausgefeilte Softwarealgorithmen sorgen dafür, dass die Geräte sich sogar selbstständig Leckagen anpassen. So können sie zwischen einer undichten Maske und echten Einatmenanstrengungen intelligent unterscheiden. Ganz schön innovativ.
Leider lassen sich nicht alle intensiv beatmete Patienten der einen oder anderen Gruppe zuordnen. Der Klinikalltag kennt viele Fälle, bei denen die Atmung zum Beispiel nicht nur flach, sondern auch noch unregelmäßig ist. Diese Patienten können nur sehr eingeschränkt spontan atmen. Auch diese Situation kann ein modernes Beatmungsgerät meistern, indem es kontrollierte Beatmungsphasen und unterstützende Modi miteinander mischt. So gewährleistet es einerseits eine stabile Mindestventilation, andererseits kann der Patient aber auch spontan atmen und sich dabei vom Gerät einatmensynchron unterstützen lassen. Ein Beatmungsgerät ist also ein intelligenter Alleskönner. Es unterstützt Patienten, die noch selber ein wenig atmen können, möglichst entspannt genügend Luft zu bekommen. Setzt die Atmung aus, gewährleistet das Gerät eine stabile Mindestventilation. Damit sind wir am Ende unseres kleinen Streifzugs durch die Welt der Beatmung angekommen. Wenn Sie noch mehr wissen möchten, besuchen Sie doch einfach unseren kostenlosen Online-Kurs auf dieser Webseite von Dräger.